Das ist Nando. Das ist ebenfalls Nando. Natürlich sind beide nicht ein und dieselbe Person. Sie sehen anders aus, wohnen an unterschiedlichen Orten und sind sich nie begegnet. Dennoch haben sie eins gemeinsam, sie haben den gleichen Vor- und Nachnamen. Namensduplizität nennt sich das und kommt in einem Land mit mehr als 80 Millionen Einwohnern relativ häufig vor. Da kann es schon mal passieren, dass der eine Post bekommt, die eigentlich für den anderen bestimmt ist. Problematisch wird es dann, wenn Geld im Spiel ist. Ja, wir hatten einen Fall, der ist also wirklich ganz besonders hanebüchen gewesen. Da kam freitags ein Verbraucher zu uns mit einem Schreiben eines Gerichtsvollziehers. Er sollte am Montag dort die eidesstattliche Versicherung abgeben, weil bei ihm dort nicht vollstreckt werden konnte und er auch die eidesstattliche Versicherung freiwillig nicht abgeben wollte. Es war ein Haftbefehl angedroht, nur dieser Verbraucher war überhaupt gar nicht der Schuldner. Das war natürlich ein extremer Fehler. Das ist sowohl von den Rechtsanwälten, die dort agiert haben, als auch in diesem Fall vom Gerichtsvollzieher ein krasses Fehlverhalten gewesen. Natürlich ein extremer Zufall, kann aber mal vorkommen. Das machen sich zunehmend auch Rechtsanwälte und Inkassofirmen zunutze. Sie schicken willkürlich Zahlungsaufforderungen raus, in der Hoffnung, dass irgendjemand schon bezahlen wird. Wir verzeichnen in den letzten, insbesondere 2 Jahren, sehr häufig Fälle, in denen Verbraucher belastet werden mit Forderungen, die sie schlicht und einfach gar nichts angeht. Also wir haben jetzt schon langsam den Verdacht, dass hier auch gezielt vorgegangen wird. Denn man kann eigentlich normalerweise jede Person auch anhand seines Geburtsdatums identifizieren. Das heißt, die Möglichkeit, dass man einen vollkommen Fremden, der auch noch weit entfernt vom ursprünglichen Schuldner wohnt, dort belastet, das dürfte eigentlich ausgeschlossen sein. Sollte es einmal vorkommen, dass man mit einer anderen Person verwechselt wird, sollte man tätig werden. Ein einfaches Schreiben, in dem man den Fehler klarstellt, sollte meist genügen. Sollte das nicht fruchten, berät die Verbraucherzentrale.